Recht herzlich willkommen zur 59. oder 60. Folge von Simotrans. Ich glaube 60. Ja, wir haben letztes Mal hier diese Bushaltestelle gebaut. Hier sind ja so ein Passagier und ein Postaufkommen. Und ja, das haben wir dann hier umgebaut. Die Buslinie haben wir geändert. Da ist das dann soweit gut, würde ich sagen. Ja, und die anderen Städte haben wir, glaube ich, alle abgegrast. Hier ist ja nichts in Waldeck. Und ja, ich glaube, wir waren bei allen Städten durch und haben geguckt, wie die sich weiterentwickeln. Hier ist nichts außerhalb. Und hier unten sieht es auch noch gut aus. Gut, wir können ja gerade noch die Karte aufziehen und nochmal vorbeischauen. Vielleicht ist ja schon wieder was gewachsen in der Zeit, aber ich glaube nicht. Riedenburg. Ups, da habe ich die mittlere Taste erwischt vom Nummernblock. Da ist nichts los. Das ist alles prima hier. Und ist ja nur die Sehenswürdigkeit. Die hat sich dann auch nicht geändert. Hier wächst auch nichts raus zurzeit. Hier hat sich die Kirche hinter dem Dingensortskern hier gesetzt. Die ist ja, die ist nicht ganz drinnen, ne, oder? Könnte hier noch eine Bushaltestelle hinsetzen und dann würden da auch noch ein paar Leute kommen. Ich glaube, das können wir auch machen. Zack, weil der Bus fährt da ja so oder so lang. Dann wäre das nämlich hier hinzusetzen. Dann können wir die Linie da ändern. Das können wir auf jeden Fall schließen. Das machen wir mal auf. Linien, ne, das war das Falsche. Das ist nicht die Linienverwaltung, das ist die Linienverwaltung. Und das ist jetzt welcher Bus? Das ist eine gute Frage, ne? Jetzt haben wir den Bus. Das ist Linie Altenau-Hardexen. Okay. Altenau-Hardexen ist die erste Linie, ne? Linie ändern und der fährt jetzt von Hardexen Baustoffhandel, Betriebshof nach Hardexen Ostwald. Da kommt er von Ostwald. Gut, dann müssen wir da einfügen, diese Haltestelle. Ostwald, Platinstraße nach Baustoffhandel, Betriebshof. Ne? Baustoffhandel, Betriebshof passt. Und rückwärts ist es dann Baustoffhandel, Betriebshof nach Ostwald. Also hinten anhängen oder vorne dran. Ne? Ja, wurde das denn jetzt hingebaut, bitteschön? Hardexen, Platinstraße, Platin... da hat das hingebaut. Da wollte ich es aber gar nicht. Er sollte es dort unten... Warte mal, Ostwald, Platinstraße, Baustoffhandel. Baustoffhandel hinzufügen. Jetzt hat das gemacht, passt. Okay. Kurz einmal anhalten, Fahrplan aufmachen, Fahrplan zumachen und er fährt dann passend. So, haben wir. Der war falsch. Okay. Dann ist das hier alles passend gebaut im Endeffekt. Ja, Altenau wächst jetzt nicht unbedingt. Jetzt müsste man noch gerade gucken, wie weit da Passagiere sind, ne? Den Bus vielleicht noch mitnehmen, gucken, ob der dabei auch schon einsteigen lässt da. Passagiere sind keine. Dies gehört aber wie gesagt zur Kirche, ne? Und die hat schon Passagiere da. Ach, das war die Bushaltestelle, die ich da ausgewählt habe. Ich wollte aber den Bus und nicht die Bushaltestelle, so. So, 6 Passagiere sind da jetzt eingestiegen. Jetzt fährt er hier zur Maschinenfabrik, zur Bushaltestelle. 6 sind drin. Oh, guck mal, da wohnt schon einer, da wartet schon einer. An der Kirchenbushaltestelle, die zweite. Also alles gut. 10 in Ostwald eingestiegen. Und jetzt in Hardexen steigt dann noch einer zu. 11, passt. Der ist jetzt weg. Lass mal gerade schneller laufen.
Zwei Neuner. Steht an der Bushaltestelle schon wieder einer. Cool. 58 ist voll besetzt. Ne, 57 sogar einer. Zwei sind dann ausgestiegen. Ne, warte, der fährt in die andere Richtung. Alles klar. Dann war eben einer, zwei ausgestiegen sogar. Oder einer? Ne, einer ausgestiegen dann. Da kommt er wieder jetzt und er muss dann schon fünf da wieder mitnehmen. Kriegt er auch noch einen, ne? 46 plus 5 passt, 51. Läuft. Dann haben wir das da auch weiter ausgebaut schon wieder. Hier gibt es irgendwo einen Stopper. Das ist schlecht. Ja, er hier und er hier, die beiden. Kann doch jetzt nicht sein, dass er hier da rein will, ne? Oder? Fahrplan. Burg. Südwestwald, Hardexen Chemiewerk. Südostwald, nicht Südwest, Südostwald. Ist da. Aber warum, was macht er jetzt hier? Warum fährt er dann? Oh. Was ist das Problem? Kein Auswahlsignal wahrscheinlich, ne? Das ist das Problem. Aber da steht großen Auswahlsignal. Mann. Jetzt fährt er, ne? War jetzt eigentlich nicht so schwer, oder? Hätte von vornherein reinfahren können. Dieser Zug, der macht einen Sorgen. Der steht da nämlich, glaube ich, immer. Ja. Der fährt da rein, gar kein Problem. So, tendenziell neige ich dazu, dem hier ein extra Gleis zu machen, damit er da nicht immer steht, ne? Aber auf der anderen Seite kann ich nicht jedem eine extra Wurst braten hier, oder? Da ist auch noch blockiert. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass hier der Stau war, ne? Weil der will jetzt wahrscheinlich hier rein, ne? Und dann passt es wieder, oder? Und jetzt fährt der andere da erst rein. So, und jetzt darf er dann auch fahren. So sieht's aus. Und dann ist das auch weg. Okay. Ja. In dem Sinne läuft's erstmal, ne? Gut. Hier liegt Kohle und Mass. 1737. Zum alten Kohlekraftwerk hin. Wieder daneben geklickt. Immer schön aufs Fragezeichen. Ja, würde bedeuten, hier können noch mehr Kohlezüge fahren, ne? Weil das geht ja hier hin, ne? Und die läuft immer leer. Bis der nächste Zug kommt. Also einer kann auf jeden Fall da noch drauf. Jetzt ist sie leer. Und das ist nicht der nächste Zug, der dahin muss. Okay, das war jetzt natürlich auch wegen dem Stau vielleicht ein bisschen chaotisch. Und der fährt schon wieder zurück. Muss aber warten, weil der erst noch kommt. Ja. Na, jetzt wartet der dann da wiederum. Also hier ist ein bisschen doof jetzt gebaut, ne? Also hier ist es ja dann da noch zu machen. Ich glaube, da legen wir mal gerade noch ein Gleis hin. Dann machen wir schon das schnellere, oder? Und das gibt noch zwei Signale dazu.
So. Dann läuft das da schon schneller. Und hier, wie machen wir das hier? Gute Frage, ne? Also hier ist es ja noch passend. Und hier müsste es eigentlich daneben sein. Das würde bedeuten, eine Erdbewegung dort machen. Und dann das Gleis hier nebenher. So, ne? Passt erstmal. Signale gebaut. Passt. Das lassen wir mal so erst stehen. Ja, kann man so stehen lassen erstmal. Die müssen ja da lang fahren. Hier könnte rein theoretisch sogar einer drehen. Falls er sich verfahren hat, ne? Hier, ja, müssen wir nochmal eine Erdbewegung machen, wenn. Aber jetzt ins Depot. Das kann alles zu. Und noch einen Zug draufsetzen. Einer, ich glaube, da kann mehr wie einen da draufsetzen. ...1,88... ...3,83... Die Kleine hier braucht 1,10, aber es... Akkumulator fährt er auch ohne Stromleitung. Super. Ja, ist der, ne? Und dann Kohle. Hopfen erwischt. Super, ne? Da haben wir noch 10 Stück sogar da. Und ist auch noch das Beste, was wir kriegen können. Was haben wir jetzt? Holtlänge 3. So. Holtlänge 5 sind sie, glaube ich, alle, ne? 2, 3, 4, 5 müsste sein. Lassen wir so. Und dann... Kohlemine, Kernkohlekraftwerk, ne? Das wird sein, oder? Und den ganzen kopieren wir nochmal. Und starten wir dann. 1 mal. Das ist ganz schön lang, ne? Und jetzt müsste der zweite rauskommen. Da ist er auch. So, läuft. Irgendwelche Probleme, dass die blockieren? Eigentlich nicht. Ist gerade keiner in der Nähe, ne? Jetzt müssten wir nur gerade gucken, wie das Kraftwerk Gleislänge hat. Aber das passt mit 5, glaube ich. 4, 5 passt und die Kohle kommt hier unten irgendwo weg, ne? 1, 2, 3, 4, 5 passt auch. Funktioniert. So. Das ist alles okay dann. Die Frage, ob wir irgendwo noch was haben, was wir ausbauen können. Aber ich glaube, wir haben schon alles so veranschlagt, ne? Und mal größer hier und dann da noch einen. Und geht noch ein bisschen mehr. Ja. So, was können wir noch anschließen? Das ist die Frage, ne? Industrieliste. Unbenutzte ausblenden. Okay, das haben wir. Auswahl. Fabriken.
Passagiere, Post, Fracht, Halte, Status wartend. Gleisstraßen, Tempo im Verkehr, Abfahrts. Ja. Transportnetz, okay, sieht ein bisschen so aus. Da sieht man besser die Karte so, ne? Da sieht man auch noch die Fabriken. Sieht so aus, als ob wir alles ziemlich angeschlossen haben, bis auf diese Bohrinsel, die ich da sehe. Was denn hier in Floto für eine Fabrik? Ein Schrottplatz ist das, ne, oder? Tatsächlich. Ich glaube, der ist nicht angebunden, ne? Stahlwerk. Warte mal. Das ist das Stahlwerk. Beide Stahlwerke kriegten hier was von, okay. Ist nur nicht angeschlossen, ne? Hier war doch die Werft, ne? Oder das Depot, ne? Da ist es. Können wir denn da Schrott transportieren? Schiffe gibt es mittlerweile genug. Schrott brauchen wir dann. Da ist Schrott. Es gibt auch Schiffe, die Schrott transportieren. Würde funktionieren, oder wie sehe ich das? Schüttgut und da auch Schüttgut. 16,8. 29,4. 140. 245. Ja. Wäre jetzt von hier nach da zu transportieren, ne? Weil da gibt es schon den Zug, der das dahin bringt. Aber Schüttgut zurück gibt es nicht, ne? Das ist wieder so ein Schiff, was dann nur in eine Richtung fährt und das bringt es nicht irgendwie, ne? Wenn der Kahn zurückfährt leer, dann machen wir Verlustgeschäft. Was haben wir hier? Zeche, ne? Oder? Ja. Zeche wäre wiederum auch Schüttgut, oder? Bringt es aber auch nicht, weil das ist auch dahin zu bringen. Also diese drei Stellen hier ist, glaube ich, irgendwo das Kraftwerk, ne? Glaube ja. Oder da? Ne, ich glaube, da ist schon richtig. Also bringt das auch nichts. Nee. Das können wir so vergessen, würde ich sagen, ne? Das lohnt nicht, denke ich mal. Das ist ein Verlustgeschäft. Kannst du das alles zumachen, obwohl der... Wo ist denn der jetzt? Ach, der hat gerade abgeholt, beziehungsweise fährt jetzt wo lang? Nee, der fährt falsch dann. Das ist nicht die richtige Linie. Kohlemine KKW, das passt nicht. Also, das gibt's schon, aber das ist die andere Kohlemine, ne? Okay. Bedient diese Linie. Schrott. Öl. Tierfutter. Stückgut. Stahl. Da gibt es eine Linie, können wir gleich löschen. Schrott, Maschine, Stahl, Schrott, Kohle, Mine, KKW. Kohle Süd. Das ist die Linie, die wir brauchen. Kohle Süd. Fahrplan. Kohle Süd. Fahrplan.
Kohle Süd. Kohle Süd, bitte. Passt. 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 Ach so, ja. Jetzt haben wir das zugemacht, ne? Aber ist egal. Jetzt haben wir es wieder offen. So. Gehen wir wieder zurück hier gerade in unsere Fabriken. So, da haben wir noch was. Das ist schon alles erschlossen. Das war jetzt nicht so dolle. Ich wollte eigentlich nur runterscrollen, um zu gucken, wo noch Fabriken sind, die wir nicht erschlossen haben. Aber so wie es aussieht, sind alle erschlossen, ne? Ja, da müssen erst dann neue kommen, würde ich sagen, ne? Gut, wo steht er? Na, er wartet darauf, dass er da rein darf. Weiterfahren darf. Der ist auch auf der Strecke, ne? Kurz davor. Man muss noch durch den Bahnhof durch. Der fährt nach hinten, das passt da schon. Und der fährt auch nach hinten, das passt dann auch schon. Gut. Dann sind die beide gut unterwegs, würde ich sagen, ne? Hier ist alles gemanagt. Ja, hier waren die beiden Höfe, die mussten wir da auch beliefern. Liegt hier denn genug? Ja. Bringt der Zug auch nicht alleine weg, glaube ich. Der fährt dann mit Stück gut darunter, ne? Weiß ich, wo er jetzt ist. Wahrscheinlich gerade hier auf dem Ende. Kommt er auch, fährt auch wieder zurück. Ja. Tierfutterfabrik, ja. Läuft, oder? Gut. So weit, so gut, würde ich sagen. Gucken wir mal gerade unten nach. Wie heißt die Stadt? Rendsburg, oder was war das? Radolfzell. Oh, hier ist aber ein dicker Stau, ne? Warum klappt das jetzt hier nicht? Warum blockiert der das? Oh Mann, 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 Mann. Weil der muss jetzt unbedingt auch da parken. Ist klar, ne? Komm, Fahrplan an. Fahr du mal weg. In der Hoffnung, dass es beim nächsten Mal besser klappt, oder? So, der fährt jetzt bis hinten durch und wird da beladen. Kommt der nächste Trecker. Das Auswahlschild, das sieht aus, als ob es hier stehen würde, ne? Irgendwie sieht das doof aus, aber ist so. Was macht der LKW jetzt hier? Der wartet auf. Ladung zum Markt. Ja, jetzt geht's ja auch. Jetzt läuft's auch wieder, ne? Ist hier wieder so ein schicker zweiter LKW gekommen, ne? Oh, da fährt er jetzt. Der ist voll. Der bringt jetzt die vollen Flaschen weg, ne, oder? Jetzt kann ich den auch nicht anklicken und... Nee. Jetzt habe ich ihn. Ja, der bringt jetzt 12 Paletten Bier weg. Und die anderen haben jetzt wieder das Problem, weil dieser LKW nicht bis hinten reingefahren ist, oder wie sehe ich das? Nee, täuscht wohl nur. Tja, sieht bald so aus, als ob man das besser umbaut, ne?
eigentlich einbahnstraßentechnisch machen, ne? Sollte man das mal machen? Ich glaube, ich reiß den gerade um. Und zwar Straße auf ist da. Aber mit 50 machen, das reicht. So, passt das? Gute Frage, ne? So, setzen wir mal gerade dahin. Da machen wir keinen hin, weil das die Ausfahrt ist, aber da muss ein Einbahnstraßenschild hin. Passt. So, und dann können wir jetzt hier was wegreißen. Das kann ganz weg. Das machen wir auch weg. Das muss auch weg. Und das machen wir so und so. Und so. Und dann das. So. Passt dann, ne, oder? Gut. Jetzt müssten wir die beiden wieder loswerden, weil die stehen da jetzt auch schon so toll. Lupe. Und Fahrplan weiter. Zack. Fahrplan weiter. Zack. Zack. Daneben auch schön. Fenster zu. Weg. Und Straße so und so. Passt. So, jetzt ist die Frage, ob das Schild dann noch passend ist oder nicht. Ich setze es mal neu hin. Sieht vielleicht gut aus. Ich weiß es nicht, ob es so geht. So, der da hinten, der weiß schon mal gar nicht, was er macht. Da haben wir jetzt was falsch gemacht. Das muss weg, weil das noch ausgewählt war. Ich brauche die Lupe. Und der fährt erstmal weg. So. So, der fährt sogar weiter. So, jetzt haben die natürlich alle einen Halt da, der gar nicht dort ist, oder? So, jetzt müssen wir Linie ändern dann. Und vor allem müssen wir jetzt hier Stoppschilder, sage ich schon. Die dürfen nicht zurückfahren, ne? Weiß jetzt noch nicht, ob es so passend ist. Die fahren jetzt alle an der falschen Stelle und nicht ladend. So, das heißt, gib mal gerade die Linie an. Dann Linie ändern. Und Linie ändern. Ne, da ist er.
hinzufügen und den Wegpunkt löschen. Und dann passt es wieder, oder? Sollte funktionieren. Und lass mal schneller laufen. So, jetzt sollten sie da auch in die Buchten reinfahren. Machen sie aber nicht. Doch, da sind sie. Da gibt es noch welche, die fahren da hinten lang. Da, der LKW hier zum Beispiel. Der hat noch einen Fahrplan, der woanders hin muss. Stopp da und löschen da. Jetzt müssen wir noch gucken. Brauereimarkt. Ich glaube, da muss da 100% laden. Gut. Und der Hopfen, der muss da glaube ich auch noch sein, dass man den... Die fahren jetzt auf einen Fall alle da durch, ne? Na gut, dann müssen wir nur gerade hier oben händisch hinfahren, das ist ja kein Ding. Das wird wahrscheinlich dann der Fahrplan sein, der noch geändert werden muss. Ja, freier Wegpunkt. Löschen wir raus. Und der kriegt einen neuen Wegpunkt dann. Dahin. Fertig. Dann sollte das mit dem Hopfen auch laufen. Falschen Button erwischt. So, die sind kräftig am Schaffen und sparen noch schwarze Zahlen. Brauchen wir also auch nicht mehr reingucken. Das läuft. Das kann zu. Ich glaube, das wird hier richtig ausgewählt. Ich habe jetzt auch keinen Stau mehr gesehen. Ich glaube, jetzt funktioniert es besser. Da ist ein Stau. Warum kann der jetzt nicht da, da oder da oder da reinfahren? Vor allem, der hat sogar ein anderes Ziel, ne? Das kann es nicht sein, oder? Da ist doch ein Bug. Wie kriege ich da ein Einbahnstraßenschild sonst noch hingestellt? Irgendwie gar nicht wahrscheinlich, ne, oder? Da steht schon eins, deswegen kann er das nicht. Kann kein Signal aufgestellt werden. Das hätte jetzt alles nach hier weg dargestellt werden müssen dann, ne? Schade. Jetzt haben wir den Stau wieder da. Hat sich also nichts geändert. Müssen wir das alles einen nach hinten setzen oder wie ist das? Aber jetzt fährt einer. Löst sich dann der Stau dadurch auf? Ja. Dann geht's ja wohl noch, oder? Jetzt steht aber wieder der LKW da einzeln. Und der andere will da jetzt auch noch unbedingt hin, ne? Toll, oder? Kann mal knicken. Ja. Diese Doppelten, ne? Die funktionieren irgendwie nicht. Brauchen wir aber, glaube ich, für diese Fahrzeuge, oder? Warum macht er sowas? Fahr wieder weg. So, schneller.
Tja. So, jetzt ist Telemeter da und jetzt passiert das wieder das mit dem Problem, ne? Brauereimarkt. Ja. Brauchen wir den doppelten Halt? Das ist die Frage. Ich versuche es mal, die abzureißen. Geht gar nicht, oder was? Doch. Ach so, er hat erst das Einbahnstraßenschild weggemacht. So. Dann das Einbahnstraßenschild wieder hinstellen. Gut. Dann nehmen wir gerade diesen LKW an. Weil den brauchen wir dann, um zu gucken, ob der der passende ist. So. Ja, den lassen wir dann wieder weiterfahren. Und jetzt müssen wir gucken, ob der geladen wird, 12 Stück oder nicht. So, der kriegt jetzt erstmal nichts. Mal Anlieferung als erstes ist, ne? Aber die holen alle ab. So, jetzt müsste mal einer noch liefern. So, und der stellt sich jetzt hinten an und wartet. Da geht nichts voran dann, ne? Das ist verkorkst. Ja, jetzt geht's noch nicht mal hier reinzufahren oder was, weil der will jetzt auch noch da rein. Ist der Hammer, oder? Das wird nichts mehr. Ist das der richtige hier? Ja. Fahr du mal weg. Jetzt rückt der Trecker nach und liefert was an. Glaube ich jedenfalls. Jetzt fährt er da auch noch rein. Ist der Hammer, oder? Wieso ist er nicht hier lang gefahren? Der macht doch gleich einen Scheiß. Der fährt dahin. Man kann doch hier lang fahren. Schwierig, ne? Naja. Jetzt haben wir es hier auch wieder. Der wartet wieder da drauf. Keiner kann durchfahren. Ist die Frage, ob es eine Durchfahrt geben muss. Fährt jetzt ein LKW weg. Und der hat 12 Paletten gekriegt, also ein Bahnsteig reicht. Das wäre geklärt, aber der Rest, funktioniert nicht, ne? Ja, aber die Folge, die ist jetzt schon ewig lang dadurch. Das Problem müssen wir dann in der nächsten Folge bearbeiten. Ich habe noch keinen blassen Schimmer, wie wir das regeln können. Aber irgendwie will er nicht, ne? Da ist irgendwie der Wurm drin. Ja, okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.